Heute, was geht ab, Leute? Hong hier mit einer weiteren Folge Hong Reacts. Ich drück mal Start. War ich ein krasses Abendnest. Warte mal. Heute, so. Was geht ab, Leute? Hong hier. Heute. Mit Tati und Bagisch am Start. So ist es. Wir checken heute mal den Olympia-Pack ab. Oh, ein bisschen. Bagisch ein krasses Affennest mit Bukados. Mal schauen, was wir lachen. Geht. Ja, bin gespannt. Ja, auch, Mann. Ich hab nochmal zwei. Es wurde im Nachhinein erst gedreht. Das Intro. Du hast noch nicht mal dein Bild. Da haben wir bereits herausgefunden, dass es kein krasses Affennest ist. Das ist auch ein legendärer Insider bei uns. Schau sein Items. Ich dachte, die übertreibt mich so am Anfang. Damals war Tati echt krass. Du ich spiele immer krass, Leute. Tati gedance ab. Tati gedance ab. Ich hab schon wie Bomben aus mir. Oh mein Gott, auf geht's. Auf geht's. So. Wir springen mal vor. Was wollte ich sagen? Auf jeden Fall ein krasser Insider in dieser Folge bei uns. Weil Bagisch gesagt hat, krasses Abendnest, Leute. Und ja, am Ende war es ein Hagersnest, was eigentlich nicht so toll ist, also typische Enttäuschung von Vage. Das war dann eine lange Zeit ein Insider-Job bei uns mit dem Abendessen. Ich kann nicht perfekt schneiden. So, auf dem Weg, Olympiapark, schöner Park. Ein paar haben vorgeschlagen, Olympiapark, Safari-Zone. Warum gehen wir jetzt hier lang? Ich weiß es nicht genau, ob das so eine gute Location ist. Wir gehen alle zum Abendessen, oder? Es gibt Süd- und Nordseite und es sind eigentlich zwei verschiedene Nester immer, was wir damals wahrscheinlich nicht wussten. Ja. Ich glaube, die zwei haben auch gerade gespielt. Kann das sein? Sah so aus. Ich habe hier ein kleines Problem. Hat der ein Problem mit seinem Kopfhörer? Was ist da los, Tati? Ja, das will sich irgendwie nicht mehr verkoppeln. Ja. Mit meinem Gerät. Da muss man also resetten. Schon an, auch beim da muss man das Plus resetten. Was wir damals natürlich nicht wussten. Ja, die spielen auch. Woran ich liege. Also vor allem, was ich nicht wusste, weil. Ja, das damals auch kein Plus. Da ging es auch nicht. Also, muss am Go Plus liegen. Ja, das musst du resetten. Nee, es ging auch nicht bei mir. Also, liegt sich an seinem Handy. Aber komischerweise, am Anfang ging es ja auf dem Handy. Dann habe ich zur Reparatur gegeben. Dann habe ich ein iPhone gehabt. Auf dem iPhone ging es auch nicht. Und jetzt geht es wieder nicht. Ja, weil es auf dein Gerät gespeichert war. Du musst es für jedes neue Gerät musst du resetten. Schwarz gekauft irgendwo auf Facebook. Vielleicht liegt nicht dein GoPlus. Vielleicht wusste er, dass es schon irgendwie kaputt ist. Nee, es ging nur so ein paar Tage und dann. Die Verpackung war zu, Mann. Ja. Es gibt schon Tricks, Tati. Ja, das gibt's aber das echt. Das hat nichts zu bedeuten, dass die Verpackung zu ist. Ja, das hat echt nichts zu bedeuten. Oh mein Gott, was ist los mit euch, Mann? Hier, GoPlus. Ihr seht's. Schöne Location, sehr schöner Park. Viele Nester waren dort bereits. Die Jungs, ich habe ein kleines Update, also laut Bagisch ist hier Abrennest gewesen. Abrennest, ja. Wir sind hierher vorbeigeschaut, schöne Gegend, aber leider nur Paras. Leider. Ja, Paras, das hätte doch besser sein können, deswegen. Das hier ist das geile Pokémon, du gehst, erkundest, oder Tati? Schau die schöne Landschaft hier an. Oder Tati? Nee, mal einfach. Also ich dachte, er liefert neue Informationen, aber... Ja, das dachte ich auch, da gehe ich lieber zum Ruhlpott Park, weil da weiß man, dass es ein Bisasamennest ist. Ja, auch oh, so ja. Die Gegend, alles schön. Bisasamennest. Hat man ja beim letzten Mal es gesehen. Es gab Nestwechsel. Ja, aber nein, wir hören auch... Habt ihr in der Folge davor gesehen? Es war ein Macholo-Nest. Abra und da gibt's noch... Und Fukano. Abra und Fukano. Ja, ja man, da hat uns mit Abra und Fukano gesagt. Alles einmal erkunden. Ja, das ja. Gibt's auch nicht mehr. Ja, aber ist schon gut. Schau, also ich nach dem Update gibt es dann auch nicht mehr das Fukano Sport. Aber das ist hier 100%, Alter, hier ist ein Paras-Nest, bestätigt. Ja, also, wenn ihr Paras braucht, schaut zum Olympiapark vorbei. Genau, und wenn Parasek Käfer bis zum Dollarschnall hat, ist es sehr schön. Das war damals echt nicht schlimm. Dann lad es doch ein, dass ich ihn herkomme. Tati hated Paras und Trainer-Tipps. Es war mal ein fettes Kleinstein. Es war eigentlich schon alles dort. Ich erinnere mich auf jeden Fall an Kleinstein. Paras-Nest, oder? Mein 5-6 ist jetzt schon. Ja. Ich brauch zwar keinen Parasect, aber mein Gott, oh mein Gott, sogar einfach fabelhaft geworfen. Hoffentlich bleibt es drin, da kriege ich wenigstens ein paar Punkte. Ja, da hat der Barischatz wenigstens was Gutes gemacht hier. Ja, und es ist nicht drin. Wirklich, nein. Hier gibt es echt gute Tops, die schon nicht drauf sind, zum Fahren. Kann ich auch von mir vor der Evoli. Kann ich auch von mir vor der Tür. Ich gebe es auch die ganze Zeit. Ich habe wenigstens einmal eine Pause gemacht, das kommt ganz fett. Versuch es nicht gut zu reden, glaube ich. Aber echt. Du machst deine Pause, wenn ich dich jetzt nicht mehr so. Oh mein Gott, haut mich hier nicht auch irgendwo in der Ecke raus. Oh mein Gott, das hat 8 oder 25 wie viel gemacht. Das ist echt ein Überwahl. Ja, aber es kommt kein Überwahl. Ah ja, eben. 8,25 ist echt ein Schnitt. Das wird ein 2000er Aquana. Ja, wenn es gute Werte hat, ja.
Auf so. Außerdem kann es auch ein 2000er Blitzer oder Flamada werden. Nee, das nicht. Nicht ganz, ne. Ja. Warum brauche ich den Superball? Warum brauche ich den Superball? Immer noch Pargas auf Sightings, aber Bargisch ist nicht mehr zu sehen. Ja, markiert ihn. Oh. Was war das für eine Szene? Gerade ein Paras, gefangen, 703 WP. Ja. Werte sind natürlich auch wirklich beeindruckend. Und zwar, es kann einfach alles. Also Ding, KP-Wert, genauso wie der Angriffswert, die sind, haben folgende Werte. Das heißt, das ist ungefähr 14. Also beide sind müssen 14 zusammen. Und Def und beide. Verteidigung halt auch wahrscheinlich hoch. Beide Werte. Und das krass halt, wie gesagt, 703 WP, der ist halt ein sehr hohes Level. Ja. Ja. Also mit dem, das kommt ein sehr guter Parasec raus. Mit guten Werten. Also habe ich schon mal einen, mit dem ich hier angreifen. Jetzt so darstellen kann dann. Heute, das ja, eigentlich nicht, nein, weil ich hab ja noch welche anderen. Aber es sind nur drei Stück. Es ist ja in Ordnung. Ja. Es ist in Ordnung. Über die kleinen Dinger hat man sich früher gefreut. Das sind ja 850 WP. Und den mit echt Entwicklung. Wir machen Paras hier. Der ist endsheftig. Was heftig? Echtsaftiges Pogasnest. Hast du gut gemacht, ja, Bargisch. Gerne. Hast du gut gemacht, Bargisch. Ja, aber Älterung geht halt echt nur mit Ackerknall hinter und der Rest alles gut. Ja, ich weiß schon. Oh mein Gott. Ich hab sogar einen 1039er Apollo gefangen. 1900? Ja, der ist auch fast am Rand. Achso, ja. Ganz ehrlich, ich würde das Video endlich sehen, du kannst alles entwickelt. Also, Tati hat ja das Video selber gebaut. Ich weiß es. Wenn er sein Video macht, bei der Wette gegen Alex. Wetten. Wie viel Level kriegen wir dann? Schreiben wir auf. Oh, ja. Die muss ich, wie die anderen. Der hat mal vor, ein Video zu spielen, wo er alle seine Ressourcen raushaut, entwickelt. Tati hat das krasses entdeckt. Wir sind hier gerade im Ziel halt. Damals noch. Ja, wir sind ein Pokestop. Wo alle mit Pokémon geworfen haben. Die Zeiten sind vorbei. Wo Shops noch mit Pokémon angeboten worden. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr so für geile Angebote damals gesehen habt. Das war der Paras. Läden, Nest, Shops und sowas. Punkt. Genau. Ich weiß auch bei hier den ganzen Handyläden, dass die irgendwelche Verträge angeboten haben. Updates wegen Pokémon Go. München rum, in welchem Park, in welchem Nest. Da brauchst du nicht diese Online-Teile schauen, wir checken einfach alles ab. Ja, nur dass wir weltweit, okay, weltweit nicht, aber da deutschlandweit, österreichweit, schweizweit ihr Zuschauer haben. Ein gutes Paras gefangen. Also damals hatten wir echt nur Münchner Zuschauer. Sorry, dass es einfach nur so laut geworden ist. Noch mal ein bisschen leiser. Machen wir noch ein bisschen leiser. Okay, nicht so leise. So. Abis wollt. Ja, jetzt haben wir's. Okay. Alter, lass mich halt kurz in die Arena, Mann. Du musst ja mit Ron gehen. Ja, aber du kommst doch mit. Ganz dort. Ich schwör, wenn du Arena gehst, fahr ich nach Hause. Weil, weißt du warum? Ich will auch... Wenn du Arena gehst, fahr ich nach Hause. Ich will sehen, wie er das mit Einschleusen macht. Wie meinst du das? Ja, ich kann mit... Er kickt den letzten und gehst rein. Wo ist das Problem? Das verstehe ich gar nicht, was du da anschauen willst. Wir hatten doch in der Gruppe... Ihr müsst dann gleich einstellen. So. Zwei gute Arenen dort, ja, paar gehen jetzt nach der Parasier. Das war immer gut dort. Ich versuche die zwei Jungs jetzt einzuschmeißen. Das heißt, den untersten kicken und die trainieren sich dann einfach rein. Warte, ich muss da rauf, ich bin nicht mal in der Nähe. Echt? Wir schon, wir sind direkt runter. Du musst ein bisschen näher. Ja, wenn du willst, gib mir hoch. Ja, komm. Ja, für die Wampe müssen wir hier rauf. Das wurde damals zu der Zeit neu entdeckt. Hätte man eigentlich von Anfang an schon machen können. Hätte uns echt eine Menge Münzen ergaunern können. Ja, auf jeden Fall, ohne Bildschirmaufnahme fehlt auf jeden Fall was. Zum Beispiel hier hätten wir jetzt schön einblenden können, wie wir die Arena platt machen. Schön hier gerade Olympia Welt, Olympia Tower, was auch immer. Das hat eigentlich gar nichts mehr mit Olympia zu tun. BMW, irgendwas sind wir jetzt. Ihr könnt auch da vorne danach das Logo sehen. Zu dem anderen Spot. Aber das ist eine andere Folge. Also eine andere Folge, das ist schon heftig. Wie viele Folgen wir an einem Tag gedreht haben. Da haben wir echt mehrere Sachen an einem Tag abgecheckt. So motiviert und süchtig waren wir damals. Aber jetzt machen wir gar nichts mehr. Also schon ein krasser Unterschied. Und da haben wir mehrere Sachen, Nester, Farmen, mehrere Sachen einfach gemacht an einem Tag. Oh. Ist auch ein schönes Bild eigentlich.
wieder der Song, oder was? Dann spulen wir mal kurz vor. Das ist der erste Fuß. 6 an der Zahl, 6 Fünfer. Die 5er, Tati geht immer ab mit seinen Eiern. Paras Fans. Er hat immer Inkubatoren drin, Mann. Tati war zu heftig. Oh, Dodo. Hast du Dodri schon? Kann ich schon lange machen, oder? Werden wir gleich sehen. Tati kann alles machen, Mann. Tati zu krass. Dodo hätte ich endgern. Warte, machen wir das später. Ist ja recht. Ja, Mann. Ein Recheck später. Was willst du, Fukano? Fünfer ist mir echt egal eigentlich. Doch. Schlurp. Schlurp, ja, Mann. Oh, lernst du Schlurp? Warte, danke, ich kann es vielleicht meinen dritten sogar machen. Schau, oh mein Gott, 2 Fehler. Bewertung. Also für Spoiler, Schlupp war das letzte Pokémon, das Tati gefällt hat. Und es wollte einfach nicht kommen. KP ist auf 15. Das war echt heftig. Ja, seht ihr die 2 roten Arenen? Das alte Arena-System, die damals aussah. Dann fehlen mir nur noch 2. Das waren 2 schöne rote 10er-Türme. Ist auch bald der zweite. Was mit Teil? Schlupp fehlt dir. Nocturne und wer noch? Wer war der dritte? Pinsi, Alter. Pinsi! Habt ihr's gehört? Pinsi! Oh mein Gott, ich hab wird. Kann was fangen. So. Und nebenbei fange ich ein Pokémon, oder? Das ist viel zu krasses Teil. Nix. Das war's, glaub ich. Ne? Spektakulär. Ja, eins. Komm, Schlurp, bitte! Boah, da ich dachte schon, Schnabel ist die Zunge. Egal, noch ein Paras hier. Nice. Super saftig. Super saftig. Super saftig. Super saftiges Paras-Nest. Mein Go Plus funktioniert wieder, das glaube ich nicht. Ich dachte, das Go Plus funktioniert wieder. Ja, Mann. Ich habe in die Facebook-Gruppe mal reingeschrieben, ein paar Informationen zu holen. Es kamen ein paar Antworten, die haben nicht funktioniert. Da gab es eine Antwort. Er hat gemeint, man muss das Ding hier drin, also die Bluetooth-Verbindung hier drin löschen. Das macht man, indem also man 5 Minuten draufdrückt, dann wird es blau. Genau. Dann lässt man kurz los und nochmal 5 Minuten draufdrückt. Dann vibriert es und dann kann man wieder neu koppeln. Es funktioniert, ich bin echt happy. Richtig nice, Alter. Jetzt kann man wieder los. Jetzt gehen wir essen. Jetzt gehen wir essen! Jo, das war's. Genau, das war's. Also, Tati ist zufrieden. Sagen Outro von mir damals. Wir gehen jetzt gleich essen, aber das seht ihr in der nächsten Folge und... Ich entwickle wahrscheinlich ein Parasect entdeckt. Das war damals da so mein natürlich Spezialität. Dazu ein Parasect. Am Ende beim Outgrimmer. Immer Candies gesammelt im Olympiapark. Also waren. Schaut dort mal vorbei. Genau. Falls man überraschend Paras braucht, man weiß nie. Also damals echt ein guter Arena. Ansonsten wie immer, schaut auf unserer Facebook-Seite vorbei. Schaut die anderen Videos an. Genau. Hinterlasst unten Facebook. In den Kommentaren, wo wir als nächstes hingehen sollen. Liken, subscriben. Genau. Und vergesst nicht, check den Shop ab. Pokémon ist serious business. Genau. So ist es. Hong, der Vergangenheit, du hast es erfasst. Das war's von der Folge. Ziemlicher Fail, aber immer noch trotzdem lustig. Ja. Immer liken, subscriben, kommentieren. Check die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Check den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.